Mobbing. Viele Menschen kommen leider irgendwie damit in Berührung. Wenn du selbst davon betroffen bist oder wissen willst, wie du helfen kannst, wenn jemand in deinem Umfeld gemobbt wird, wir haben 4 Tipps für euch. In der Schule, auf der Arbeit, im Sportverein, im Bekanntenkreis oder online. In allen Lebensbereichen kann Mobbing ein Thema sein. Das musste auch Lukas Poland erfahren. Ich bin 18 Jahre alt und war vor einigen Jahren selbst von Cybermobbing betroffen. Das war damals für mich Anlass, eben auch anderen zu helfen. So bin ich mittlerweile ja erster Vorsitzender des Cybermobbing-Hilfe e.V. Mobbing ist dauerhaftes Schikanieren eines Menschen, jemanden herabzuwürdigen und auszugrenzen. Wird jemand beleidigt, beschimpft, verprügelt oder körperlich angegriffen, werden Lügen hinter dem Rücken verbreitet oder überlegen sich andere, wie sie diese Person fertig machen können, dann gilt das als Mobbing. Das kann direkt und persönlich passieren, aber auch oft anonym im Netz. Hinzu kommt, dass mit dem Handy belastende Fotos oder Videos schnell an andere und viele Menschen geteilt werden können. Dann spricht man von Cybermobbing. Ja, also dieser Online-Faktor spielt beim Mobbing natürlich immer eine deutlich größere Rolle, denn das rein analoge Mobbing wird tatsächlich immer seltener, denn das merkt man auch daran, dass ja solche Angriffe, die vielleicht analog stattfinden, beispielsweise dann auch wieder gefilmt und ins Netz gestellt werden. Das besonders Gefährliche beim Digitalen ist dann natürlich auch, dass ich als betroffene Person davor nicht mehr weglaufen kann, denn ich werde davon rund um die Uhr verfolgt und habe praktisch gar keinen Schutzraum mehr. Was feststeht: Wer Mobbing erlebt, ist nicht schuld daran und muss sich nicht schämen. Es liegt nicht an euch. Und die Folgen? Menschen, die gemobbt werden, tragen häufig psychische und psychosomatische Schäden davon. Sie wechseln oder verlassen die Schule oder kündigen ihre Arbeit. Viele isolieren sich, fühlen sich einsam, haben keinen Appetit mehr, können nicht schlafen. Das fängt an mit einem Unwohlsein, dass es einem natürlich nicht gut geht, geht aber sogar so weit, dass viele Betroffene beispielsweise Depressionen entwickeln. Jeder 5. Betroffene hatte sogar schon mal Suizidgedanken und da sieht man mal, ja, welche Folgen Cybermobbing auch wirklich haben kann. Eine Umfrage der OECD ergab, dass jede 6. Schülerin oder 6. Schüler in Deutschland mindestens einmal im Monat Mobbing ausgesetzt sind. Zeig den betroffenen Menschen, du bist hier nicht alleine. Ich sehe, was passiert und ich unterstütze dich. Geh auf die AngreiferInnen zu, mach deutlich, dass du deren Verhalten nicht akzeptierst. Wenn du selbst betroffen bist, und das gilt vor allem für Mobbing über Social Media, blockier die Accounts und Nummern derjenigen, die dich mobben, sodass diese gar nicht erst an dich herankommen. Mach aber zuvor Screenshots von den Nachrichten, Stories oder Bildern, mit denen du schikaniert wirst. Sammel Beweise oder schreib ein Mobbing-Tagebuch, sodass du dich damit an eine Vertrauensperson oder auch an die Polizei wenden kannst. Denn viele Aspekte von Mobbing sind strafbar. Beleidigung, Verleumdung, Nötigung und Körperverletzung, dazu zählt auch, wenn du durch Mobbing psychisch krank geworden bist, ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden. Je mehr Beweise du vorlegen kannst, desto größer die Chance, dass etwas dabei ist, was strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gebracht werden kann. Insofern ist es auf jeden Fall empfehlenswert, das Ganze auch zur Anzeige zu bringen und Beweise zu sichern. Egal, ob du bereit bist, gegen Mobbing vorzugehen oder erst einmal nur mit Vertrauten sprechen möchtest, behalte es nicht für dich. Die Situation ist so schon belastend genug. Es ist hilfreich, sich jemandem zu öffnen und zu erklären, was los ist. Das können LehrerInnen oder TrainerInnen sein, deine Eltern, KollegInnen und natürlich deine Freundin. Häufig ist das natürlich erstmal mit Scham behaftet, man möchte darüber nicht unbedingt sprechen, aber genau das ist eben ganz wichtig, denn darüber sprechen hilft und man sollte das Ganze nicht alleine durchstehen. Brauchst du Hilfe oder du kennst jemanden, dem es aufgrund von Mobbing gerade nicht gut geht? In der Infobox findest du eine Liste von Hilfsangeboten.